Professor Karl Lauterbach wird auf Twitter von einer Shitstorm-Welle überrollt. Hier hat er heute gepostet, die zunehmende Zahl einsamer Menschen ist erschreckend. Für sie kann Weihnachten eine Gefährdung sein, sie das Leben zu nehmen. Jeder sollte sich fragen, ob er einen einsamen Menschen kennt, der heute anruft und besucht. Einsamkeit kann tödlich sein. Dann passendes Bild dazu. Und jetzt kommt die Shitstorm-Welle, die ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Shitstorm, falls jemand das Wort nicht kennt, das ist Empörung. Ja, also Menschen empören sich. Und hier sind ein paar Beispiele. Also der allererste Kommentar ist: Das ist Verhöhnung, Next Level. Ich sag's mal ganz offen und direkt: Sie sind eine Schande für das Amt. In einer funktionierenden Demokratie würde die Opposition, und zwar geschlossen, ihre Absetzung fordern. Und zwar jeden Tag, von einer kritischen Medienlandschaft ganz zu schweigen. 500 Herze, eins mehr. Bei uns im Altenheim auch dieses Jahr kein Krippenspiel. Kinder bleiben auch im Dezember 22 weiter wegen, also ich kann bestimmte Wörter nicht vorlesen, wir sind auf YouTube ausgesperrt. Nicht mal mit Test zugelassen. Denn X-Faktor geimpften älteren Menschen wird jegliche Freude verwehrt. Danke, Herr Lauterbach. 1255 Herzchen. Dann der nächste ist auch richtig guter Kommentar. Dank Ihrer marktschreierischen Panik waren letzten Weihnachten und sicher auch noch dieses Weihnachten einige Menschen einsam. Unsinnige Verordnungen sorgen dafür. Erst jetzt, nachdem ihr Stern sinkt und sie ihr Amt verlieren werden, schleimen sie sich ein. Wie widerlich. Knapp 3000 Herzchen hat diesen Kommentar bekommen. Martina hat geschrieben, sie gehören zu den Haupttätern, die alten Menschen entmündigt haben, so dass sie nicht mehr frei entscheiden konnten, ob sie einsam sein wollen. Sie haben es ihnen angeordnet und es Schutz genannt. Und sie haben Angehörige, auch Kinder, als Gefährder gebrandmarkt. 1000 Herzchen. Elle hat geschrieben: Ich bekomme so eine Wut im Bauch, wenn ich so eine Scheiße lese. Wer hat denn maßgeblich und tut es noch dafür gesorgt? Sie hätten schon längst abgesetzt werden müssen. Das war das, was sie und all die anderen Clowns getan haben. Werde ich niemals vergessen. Dann der nächste hat geschrieben: Geht es noch, Scheinheiliger Herr Lauterbach? Wer ist denn federführend dafür, dass Kinder weiter kriminalisiert werden und für sie Klinikbesuche tabu sind und dass weiter auch nur ein erwachsener Besuch pro Tag ins Krankenhaus kommen darf, knapp 2000 Herzchen. Leute wie Sie haben den Menschen ohne Not, Isolation, bla 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 aufgezwungen, eine Therapie, für welche Ziel auch immer, deren gesundheitlichen Folgen noch gar nicht absehbar sind. Leute wie Sie sollen diesbezüglich den Mund und die Finger stillhalten. 600 Herzchen. Ihr vollkommen fehlgeleitete Politik hat in diesen furchtbaren Situationen maßgeblich beigetragen, dass
was seit März 2020 klar, ach, das war seit März 2020 klar. Die Toten und unter psychischen Krankheiten leiden haben sie und ihresgleichen direkt verschleudert. Und dafür gehören sie vor ein Tribunal. Ein Herzchen. Ja, also wie gesagt, da sind doch schon krasse Kommentare und wie man sieht, nichts dazwischen, sondern wirklich nur Menschen sind empört und tun ihre Meinung kund hier auf Twitter. Und es ist so, dass mittlerweile 27.000 Menschen einen offenen Brief unterschrieben haben, in dem gefordert wird, dass die gesamte Bundesregierung sofort zurücktritt wegen Amtsmissbrauch. Und es werden jeden Tag mehr Menschen. Falls du diesen offenen Brief noch nicht unterschrieben hast, kannst du gerne machen. Einen Link packe ich in die Videobeschreibung und gerne teile dieses Video, damit wirklich so viele wie möglich Menschen erfahren, welche Empörung mittlerweile im Volk herrscht.